ist unsere liebe Yassi, die Hausherrin heute, die uns eingeladen hat, an ihrem wunderschönen Pool heute zu feiern. Und sie hat natürlich auch Sosu an, ja. Und zwar das Antonia Short. Das haben wir heute so ein bisschen edel gestylt irgendwie, auch wenn die, ja, wenn das Color-Motto heute eher so flashy ist. Ich finde, Yassi sieht einfach immer cool und edel aus mit Goldtönen und von daher haben wir das ganz puristisch gestylt. Unsere Long Hair Lisa hat die Antonia ganz neue Farbe in Purple an, Deep Purple, Smoke on the Water. Und dazu, ich finde das eine super Kombination, hat Silja mir geholfen, den Look zu stylen mit unserer wirklich rasengrünen Frotte-Shorts. Und ja, dazu noch einen, ja, finde ich sehr Bauhaus-inspirierten Badeanzug. Und diese unfassbar gemütlichen Frotte-Schlappen. Das ist unsere tolle Alex. Die kennt ihr vielleicht vom Kundenservice bei uns, wenn ihr Sosu Styles bestellt. Sie hat einen selbstgemachten Patchwork-Jeansrock von mir dazu gestylt, zu der Antonia Short. Zeig mal Alex oben, dass man die so ein bisschen binden kann. Hm? Also sie hat sie so ganz eng gebunden und nochmal so ein bisschen umgeschlagen. So, und der Clou an diesem Look sind wirklich ihre Haarbänder. Damit haben wir nämlich die sehr voluminösen Ärmel ein bisschen zweckentfremdet. Und die tolle Kette. Die ist handgemacht und die habe ich aus einem Dorf in Afrika mitgebracht. Das ist unsere süße Joanna. Und Joanna hat sich das Sosu Hoodie Dress ausgesucht heute für die Poolparty. Und falls es doch noch regnet, setzt sie einfach die Kapuze auf, damit ihre schönen, glatten, langen Haare sich nicht kräuseln. Dazu hat sie eine pinke Gliederkette an und ja, neonpinke Espadrilles. Also farblich total gut abgestimmt und ich finde das Blau und ihr schöner Hautton kommt dadurch so richtig gut zur Geltung. Ja, das ist Brigida, eine Freundin von Yassi, auch Interior-Bloggerin. Und Interior-Blogger, die wollen ja immer nicht so viel Augenmerk auf sich, also nicht so laut in der Klamotte sein, sondern auf das, was sie tun und einrichten. Und deswegen haben wir Brigida das Susan-Kleid angezogen mit den Schulterpolstern. Das sieht man hier drinnen. Hier seht ihr das. Und da drüber noch die Antonia Drawstring. Und schon wirkt es so ein bisschen wie ein Bauhausstil. Also sehr architektonisch und wirklich cool und lässig gestylt. Ja, meine entzückende Schwester, extra aus Mallorca gekommen. Friert trotzdem, weil auf Mallorca sind ja 40 Grad und hier nur knapp 18. Hat aber trotzdem ein sehr sommerliches Outfit gewählt, hat sich meinen Bikini-Oberteil geschnappt, ist zwar verkehrt rum angezogen, aber das ist jetzt nicht weiter wichtig. Und dazu das Marlin-Dress gestylt, was einfach an ihr fantastisch aussieht. Das hatte sie ja schon mal auf Mallorca an und das ist einfach wirklich richtig wie für sie gemacht, auf den Leib geschneidert sozusagen. Und diesen Gürtel, den hat Silja aus Kapstadt mitgebracht, kriegt ihr aber auch in jedem Folklore-Shop. Alex hat heute, ist a woman in white, wahnsinnig sommerlich schön, hat einfach einen tollen Teint, war wahrscheinlich schon wieder in Italien. Ja, den Look hättest du wohl gern dabei gehabt schon, ne? Ich sag's dir, vor allem diese Shorts, die ist ja so kuschelig. Mhm. Ich sag mal, gerade so auf sonnengeküsster Haut. Ja. Der perfekte Allrounder. Gerade wenn man abends nicht so ganz weiß, was man anziehen möchte. Ja. Manchmal kneifen die Sachen ja auch so ein bisschen. Ja, genau. Wenn man zu viel Pasta gegessen hat. Das kommt bei uns nicht vor. Nein. Und dann hast du diesen schönen, ich sag immer, das ist mein Massagepullover, den Treuer Anja an. Der ist nicht nur luftig, aber der fühlt sich einfach auch so, ne, durch
durch diese schöne kühle Baumwolle massiert er auch so ein bisschen. Ich liebe den. Ja, der ist total besonders, weil er hat einen schönen Schnitt mit diesen schönen engen Manschetten Ärmel auch und so. Ja. Und, wenn man eben was drunter trägt, das blitzelt dann auch so ein bisschen durch. Das macht es dann eben ganz schön. Und ja. Wenn man so ein bisschen die Sonnenbräune zeigen kann, das ist ja auch ganz schön. Die hält ja immer nicht so lange. Absolut. Ja, Marie hat jetzt genauso wie ich unsere super softe Niki Frotte Hose an in diesem wunderschönen trendigen Grün. Und als ob du es gewusst hättest, hast du wirklich passend quasi ganz cool den Nagellack als Konträrfarbe gewählt und sieht einfach toll aus mit diesem schönen Treuer. Ich nenne den ja immer so zärtlich mal den Massagepulli, ne? Weil der so schön auf der Haut so ein bisschen sich streichelt oder Streichelpulli. Und das Tolle ist, du kannst die Tops darunter wählen, ne? Und immer verschiedene farbene Tops an, und dann hast du schon wieder einen ganz anderen Look. Das stimmt. Sieht, steht dir super. Mhm.